Filmab auf Star TV, dein Kinomagazin, das dir alle Neuheiten aus dem Kino direkt in die Stube bringt. Oh, hey, tut mir leid. Ich nehme mir gerade ein paar fette Tracks auf und habe euch nicht gesehen. Aber nachdem ihr meinen krassen Flow sowieso unterbrochen habt, erzähle ich euch was zu meinem neuen Film. The Lego Batman Movie. Drehbuch, Regie, Sound, Choreografie und perfektes Beatboxing sind mein Werk. Weil ich Batman bin. In meiner Freizeit habe ich auch noch diesen Trailer zusammengeschnitten mit einigen meiner besten Heldenmomente und geistreichen Sprüche. Also viel Spaß. Batman raus. Halt. Batman wieder rein. Muss noch das Mikro fallen lassen. Es ist sicher toll, Batman zu sein. Batman, wir lieben dich. Danke, ich werde gerade knallrot unter der Maske. Warte mal. Lego. Danke, Batman. Hier. Ich male mir gerade aus, wie er jetzt nach Hause rast, um die Nacht durchzufeiern. Umgeben von Freunden und Next Top Models. Hey, Computer. Ich bin zu Hause. Zu Hause. Sekunde. Master Blues, Sie haben große Angst. Vor Schlangen? Nein. Clowns? Nein, davor wieder Teil einer Familie zu sein. Nein, jetzt vor Schlangenclowns, weil du mir den Floh ins Ohr gesetzt hast. Sie müssen ein verantwortungsvolles Leben führen und das beginnt mit der Erziehung des Waisenjungen, den Sie adoptiert haben. Ich wollte da bloß sarkastisch sein. Hallo, versteckte Kamera. Was? Das ist die Batcave! Oh Mann, das ist das Bat-Sub! Fass das nicht an! Das ist der Bat-Zappeli! Fass den auch nicht an! Das ist das Bat-Kajak! Bekomme ich ein Kostüm? Das ist toll, aber die Hose ist mir ein bisschen zu eng. Ich habe eine Idee. Viel besser! Ich kann dir im Moment nur in die Augen sehen. Hi, Batman! Das gibt's nicht! Komm, fang deinen größten Feind! Superman ist mein größter Feind. Superman ist kein Bösewicht! Dann würde ich sagen, habe ich zurzeit keinen Bösewicht. Ich kämpfe gerade gegen eine Handvoll verschiedener Leute. Ich kämpfe gerne in der Gegend rum. Hi, Barbara Gordon, der neue Polizeikommissioner. Ich träume von einem Team aus unserer Polizei und Batman. Was? Wäre das nicht besser? Ich hasse alles, was Sie da sagen. Ich falle! Hab dich. Nicht schlecht. Initialisiere Meisterbauer. Hab ihn. Hilf mit der Faust. Ich brauche einen Elbogen. Ich brauche Macaroni. Ja, geschafft. Ganz schön cool, ne? Warum hast du hier nur einen Sitz eingebaut? Weil ich beim letzten Check nur einen Hintern hatte. Lasst uns den Joker besiegen. Wow, ein Familienausflug und ich kann auch mein Kostüm tragen. Zu unserem Glück hast du es nicht dabei. Du hast es. Ratsch! Oh, nein, unten drunter. Das ist perfekt. Ich will dich zurück. So etwas liegt mir nicht. Ich wollte es nie nochmal versuchen. Funktionieren soll. Willst du da nur rumstehen und gaffen? Ja. Was willst du, Anastasia? Dieses Mal keine Regeln, keine Bestrafungen und keine Geheimnisse. So crazy in love, got me looking so crazy in love. Baby, you got me. You got me. Denkst du, du bist die erste Frau, die versucht hat, ihn zu retten? Oh, no.
Also in dem einzigen Loch ist eigentlich allerhand passiert und gegangen. Was man da alles gehört hat. Hier macht dir jeder Angst mit dem Enzi-Loch. Keiner hat den Mut, hinunterzugehen und zu schauen, was wirklich wahr ist. Wer dort hinuntergeht, kommt mit einem geschwollenen Kopf zurück oder wird sogar ein Geist. Tulsa, ich würde dich gern richtig kennenlernen. Das sagst du seit letzten Sommer. Und? Kannst du doch? Nein, ich kann wegen meiner Krankheit hier nicht weg. Das glaube ich dir nicht. Niemand weiß, dass es mich gibt. Ich wurde von Wissenschaftlern aufgezogen. Lasst uns den Jungen nach Hause holen. Das ist zu riskant. Stell dir vor, ich komme zu dir. Cool. Wie geht es dir? Ich will auch dort draußen sein. Wir brauchen noch mehr Untersuchungen. Ihr schickt mich zurück auf den Mars. Er ist weggelaufen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Das überlebt er sonst nicht. Was ist es, was Sie auf der Erde am schönsten finden? Regen. Das ist so cool. Weißt du, warum er weggelaufen ist? Er ist auf der Suche nach einem Mädchen. Au! Du hast auf keine meiner Nachrichten reagiert. Ich hatte doch gesagt, dass ich zu dir unterwegs bin. 7 Monate lang? Meine Mutter war eine Astronautin. Ich wurde auf dem Mars geboren. Ich bin unterwegs mit einer irren Person. Was ist das? Das ist mein Pferd. Wohin fahren wir? Du wolltest doch die Welt sehen. Du musst sofort zurückkommen, Gartner! Nein, das ist mein Leben. Du weißt, wie man das Ding fliegt, oder? Nein! Du bist das schönste Mädchen, das mir je begegnet ist. Das kannst du doch nicht einfach so sagen. Warum denn nicht? Sein Herz hält unsere Atmosphäre nicht aus. Ihm läuft die Zeit davon. Ich hatte solche Angst, nicht zu wissen, wie man ein Mensch ist. Du machst mich zu einem Menschen, Tulsa. Was ist das, was du auf der Erde am schönsten findest? Das bist du, Gardner. Wenn wir jetzt einen Bleistift nehmen und ein Gesicht malen, dann sehen wir das Leben in den Augen. Das Leben liegt immer in den Augen. Da ist ein Monster. Wie beginnt die Geschichte? Mit einem Jungen. Zu alt, um noch ein Kind zu sein. Du wirst bei mir wohnen. Und fass hier nichts an. Zu jung, um schon erwachsen zu sein. Du bist für mich unsichtbar. Was hat er getan? Er rief nach einem Monster. Wow, du sagst es. Ich weiß alles über dich. Die Wahrheit, die du verbirgst. Die Wahrheit, die du träumst. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst.
Aber du musst jetzt tapfer sein, verstehst du? Was soll ich als nächstes zerstören? Mach die Fenster kaputt! Mach das doch selbst. Es ist okay, wenn du wütend bist. Ich bin auch wütend. Und wenn du etwas kaputt machen musst, bei Gott, dann mach es. Ich wünschte, ich hätte 100 Jahre. 100 Jahre, die ich dir geben könnte. Ich hab Angst. Natürlich hast du Angst. Aber du wirst es schaffen. Deswegen hast du mich gerufen. Na komm. Das Filmab auf Star TV kommt nächste Woche wieder mit aktuellen Kino-Highlights auf Star TV.